Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live. Bei uns zu Gast heute Peter Pilz. Grüß Gott, Herr Pilz. Hi. Vielen Dank, dass Sie uns in die Schule gekommen sind. Herr Pilz, letzte Woche muss man sagen, der BVD-Ausschuss zum ersten Mal wirklich präsent gewesen in den Medien, seit langem wieder, seit der Sommerpause zumindest. Unter anderem alle möglichen, sag ich mal, Wahnsinnigkeiten des Geheimdienstes, die da ans Tageslicht gekommen sind. Weniger die Ermittlungsarbeit, sondern es waren eher die Pornobilder, die Sexbilder, das Mobbing im Geheimdienst. Fragt man sich natürlich als Außenstehender, was geht da derzeit vor in diesem Geheimdienst? Da haben Sie aber nicht genau aufgepasst. Also über Präsenz können wir uns nicht beklagen. Das war von Anfang an mit viel Öffentlichkeit eine wirklich spannende Geschichte, weil wir wie bei einer Zwiebel so Schale für Schale alles offengelegt haben. Zuerst, wie werden die freiheitlichen Beamten vorbereitet auf den Sturm, auf den Verfassungsschutz? Dann, was ist eigentlich los mit der Staatsanwältin, die da offensichtlich wie ein Werkzeug eines freiheitlichen Ministers agiert hat? Bis jetzt zu dem Punkt, wo bereits ein ehemaliger BVD-Direktor und noch viel wichtiger die Chefin des Extremismusreferates im Verfassungsschutz sagt, das ist eine Situation wie vor einem rechten Putsch. Zuerst hängt man den Staatsschutz auf und dann die Justiz. Dass jetzt dann dazu noch kommen alle möglichen unappetitlichen Begleiterscheinungen, das steht nicht im Kern unserer Untersuchung. Mich interessieren keine Pornobütteln, sondern mich interessiert, warum hat der Innenminister den Verfassungsschutz mit einem freiheitlichen Stoßtrupp angreifen, quasi überfallen lassen? Und mich interessiert ab Jänner, was ist denn hier angegriffen worden? Nämlich das schwarze Netzwerk im Verfassungsschutz, das dafür gesorgt hat, dass der Verfassungsschutz wie ein Munitionslager der ÖVP missbraucht worden ist. Und da sind wir jetzt sehr weit und ich glaube, das verfolgen die Leute mit Spannung. Aber welche Erkenntnisse haben Sie denn jetzt in den letzten Wochen gewinnen können? War es jetzt Ihrer Meinung nach ein Putschversuch oder wie Sie das jetzt sozusagen beschrieben haben, von der FPÖ hier gegen den schwarzen Geheimdienst oder was steckt dahinter? Wir wissen jetzt schon ziemlich genau, zur Zeit der Regierungsübernahme Schwarz-Blau oder Türkis-Blau, hat die Freiheitliche Partei einen klaren Plan gehabt. Wir wollen das Innenministerium, weil wir als Freiheitliche vom Innenministerium am meisten zu befürchten haben und weil es wichtig ist, immer wenn rechtsextreme Parteien an die Macht kommen, die wollen immer gleich den Sicherheitsapparat. Und jetzt kann man sich natürlich in Freiheitliche hineindenken, die sitzen da und sagen, ich bin in der Burschenschaft, ich bin in der rechtsextremen Verbindung, ich habe dort an einer Wehrsportübung teilgenommen. Das heißt, die gehen ja die meisten von denen davon aus, dass sie in den Karteien des Verfassungsschutzes drin sind und sie und ihre Kameraden beobachtet werden. Und deswegen ist die Freiheitliche Partei in Österreich die einzige Partei, die sich vor dem Verfassungsschutz fürchten muss. Und da liegt nichts näher bei dem Denken der Freiheitlichen Partei, dass sie sagen, damit wir uns nicht mehr fürchten müssen, ändern wir nicht unser Verhalten, sondern wir legen den Verfassungsschutz still. Und genau das haben wir Schritt für Schritt und Dokument für Dokument nachvollzogen. Genau das ist offensichtlich passiert. Und da sehen Sie einen Masterplan des Innenministers dahinter, oder? Ich glaube eher einen Masterplan der Freiheitlichen Partei. Und ich glaube, wir müssen nicht nur Herbert Kickl, sondern auch Heinz-Christian Strache unter Wahrheitspflicht befragen. Wann habt ihr das geplant? Wie habt ihr das geplant? Also Sie wollen Strache jetzt auch in den Ausschuss laden? Ich glaube, Strache muss auch kommen, weil es bei Strache eine spannende Querverbindung gibt. Strache war Mitglied einer der heikelsten rechtsextremen Verbindungen, die nicht zu Unrecht Vandalia heißt. Und diese Vandalia, Straches Vandalia, war auf dem Radar des Verfassungsschutzes. Und da hat es Beobachtungen gegeben. Die war so extrem recht,
diese sogenannte Benela-Burschenschaft, also das ist eine Vereinigung von Schulabbrechern, von rechtsextremen Schulabbrechern, die war so extrem, dass sogar die anderen rechten Burschenschaften mit der nichts zu tun haben wollten. Und jetzt müssen wir draufkommen. Welches Belastungsmaterial hat der Verfassungsschutz gegen den Vizekanzler, gegen seine engsten Parteifreunde, gegen den Herrn Gudenus, weil das ist auch ein Vandalia-Kamerad, und ist versucht worden, auf dieses Material zuzugreifen und den Verfassungsschutz deswegen lahmzulegen. Herr Fellner, ich sage Ihnen auch, warum mich das so interessiert. Nicht nur, weil die Spitze oder ein Großteil der Spitze der Freiheitlichen Partei rechtsextrem ist und es nur in Österreich möglich ist, dass Rechtsextreme ein Innenministerium kontrollieren, sondern weil was Zweites passiert ist. Die Leute aus dem Verfassungsschutz haben uns gesagt, der Verfassungsschutz liegt nach dem Kickl-Angriff in Trümmern. Und gehen Sie nach Graz zu einer der salafistischen Hassmoscheen, wo bosnisch-salafistische Hassprediger zum Dschihad aufrufen. Sie werden draufkommen, dass seit Kickl Minister ist, es de facto keine Überwachung durch den Verfassungsschutz mehr gibt, weil es dort keinen Verfassungsschutz mehr gibt. Weil der Innenminister selbst unseren wichtigsten Schutz vor dem Dschihadismus ruiniert hat. Und das ist der schlimmste Vorwurf, den man einem Innenminister machen kann. Das heißt, Ihrer Meinung nach ist der Verfassungsschutz derzeit handlungsunfähig? Oder? Die Chefin, die Leiterin des Extremismusreferats, hat gesagt, dass das war wie vor einem Putsch. Der Verfassungsschutz ist gelähmt. Alle sitzen nur mehr da und warten auf den nächsten Schlag. Jeder misstraut jeden. Das müssen Sie sich vorstellen, normalerweise zerschlagen Innenminister oder versuchen Sie es zumindest, extremistische Netzwerke zu zerschlagen mit Hilfe des Verfassungsschutzes. Das ist der erste Innenminister, der den Verfassungsschutz zerschlägt. Und die extremen Netzwerke von Rechtsextremisten bis zu Islamisten fühlen sich plötzlich in Österreich so sicher wie noch nie zuvor. Und wenn die sich sicher fühlen, dann muss sich unsere Republik und dann müssen wir alle uns höchst unsicher fühlen. Jetzt sieht der Innenminister bzw. die FPÖ das naturgemäß anders. Er ist am Samstag auch im Ö1 Mittagsjournal dazu aufgetreten und hat gesagt, der Ausschuss, er ist dem Ausschuss sogar dankbar, weil der offenbart hat, wie korrupt es derzeit im Geheimdienst zugeht und wie notwendig es ist, diesen Geheimdienst neu aufzustellen. Und er hat gesagt, wörtlich, er will das den BVD zu einem Schmuckkasterl umbauen oder wieder zu einem Schmuckkasterl machen. Sie kriegen einen Lachkampf, wenn Sie das hören. Ich meine, der Schmuckkasterl so ausschaut, wie der Innenminister selbst, dann höre ich gleich zum Lachen auf, weil dann fange ich an, mich zu fürchten. Er hat gesagt, das war nichts als heiße Luft. Die ganzen Vorwürfe, das war nicht heiße Luft, sondern das war Luft, die 20 Kilometer gegen den Wind riecht, und zwar nach Kickl und FPÖ. Aber was das Wichtigste ist, er hat eine Sache gesagt im Journal, in Ö1, die wir uns genau anschauen sollten. Er hat gesprochen von einer Krake der Korruption im Verfassungsschutz. Wir holen ihn in den Untersuchungsausschuss und dann soll er uns unter Zeugenpflicht erzählen, was die Krake der Korruption im Innenministerium ist und wer daran beteiligt ist und welcher Partei die Mitglieder dieser Korruptionskrake angehören. Weil dann wird sich wahrscheinlich herausstellen, was uns die Freiheitlichen die ganze Zeit sagen, dass das alles ÖVP ist. Und dann sind wir beim politischen Kern des Problems. Wissen Sie, die Regierung erzählt die ganze Zeit, wir streiten nicht. Im Innenministerium fliegen die Fetzen. Da stürmen freiheitliche Stoßtrupps gegen die ÖVP-Leute im Verfassungsschutz. Da versuchen Blaue, ein schwarzes Netzwerk zu zerstören, um ein blaues Netzwerk aufzubauen. Da geht es in einer Härte ÖVP gegen FPÖ, wie es das zwischen SPÖ und ÖVP nur ganz selten gegeben hat. Sie haben hier den ersten nicht Riss in der Koalition, sondern den ersten tiefen Graben,
wo sich beide auf beiden Seiten eingegraben haben und wie verrückt aufeinander schießen. Und ich möchte wissen, warum. Mhm. Streit zwischen den beiden Koalitionspartnern gab es ja auch im Ausschuss. Und zwar konkret geht es um den ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon. Dem wird unter anderem auch von der FPÖ vorgeworfen, zu enge Kontakte zu einem BVD-Referenten gepflegt zu haben. Unter anderem SMS, aber auch persönliche Treffen stehen da im Raum oder hat es auch gegeben, sind da glaube ich auch belegt. Wie sehen Sie das? Kann Werner Amon weiterhin Fraktionsführer der ÖVP bleiben? Also ich gehe da nicht gleich so weit wie die Freiheitlichen und sage, mein Koalitionspartner muss rausgeschmissen werden aus dem Untersuchungsausschuss. Das ist Angelegenheit vom Herrn Strache, wie er diesen Streit führt und er wird auch seine Gründe haben. Wir müssen im Untersuchungsausschuss sehr, sehr genau vorgehen. Erstens, es ist das Recht der ÖVP, darüber zu bestimmen, wer sie im Ausschuss vertritt. Da mische ich mich nicht ein. Wenn die ÖVP sagt, der Werner Amon ist unser Abgeordneter, dann ist es so. Zweitens, es kann sein im Jänner, wenn wir zum nächsten Beweisthema kommen, dass wir genau das befragen, welche ÖVP-Funktionäre im Verfassungsschutz haben was an die ÖVP verraten, um wem in der SPÖ oder auch damals bei den Grünen zu schaden. Da war immer Schädigungsabsicht verbunden. Und da kann sich schon die Frage stellen, ich kenne die weit mehr als 100 SMS zwischen dem schwarzen Verfassungsschützer Werner Amon und weiteren Personen. Da kann sich natürlich die Frage stellen, was war die Rolle des Abgeordneten Amon? Es ist bei uns unüblich, dass wir Abgeordnete, also Kollegen im Parlament, als Auskunftspersonen holen. Also werden wir uns das sehr, sehr genau anschauen müssen. Ich will keine Fouls an irgendeiner Fraktion im Ausschuss, aber wir müssen alles tun, um die Wahrheit herauszufinden, auch mit Hilfe des Kollegen Amon. Das heißt, Sie können sich vorstellen, Werner Amon als Zeugen zu laden? Warten wir noch ein bisschen, schauen wir uns noch genau an, was es hier gibt. Und ich bin auch dafür, dass wir das zuerst im Ausschuss vorbesprechen, wie wir die Zeugenladungen zu diesem wichtigen Beweisthema, also wie hat die ÖVP den Verfassungsschutz missbraucht, um politischen Konkurrenten zu schaden. Schauen wir uns das in Ruhe an, keine vorschnellen Ladungen. Und wenn die ÖVP und die FPÖ wieder streiten, dass die Fetzen fliegen, dann bitte nicht bei uns im Ausschuss. Jetzt ist das höchst unüblich. Sie haben es eh schon gesagt, dass ein Fraktionsführer als Zeuge geladen wird in einem Ausschuss. Wenn er als Zeuge geladen wird, ist er als Fraktionsführer aber nicht mehr tragbar. Das geht ja gar nicht. Das ist reine Angelegenheit der Volkspartei. Jede Partei bestimmt völlig autonom, wen sie reinschickt und sie ist dann selbst für die Optik verantwortlich, da mische ich mich nicht ein. Die ÖVP wird alles verantworten müssen, was sie hier entscheidet. Mhm. Kommen wir noch einmal zurück zur FPÖ. FPÖ-Klubobmann Rosenkranz hat Sie und die beiden Fraktionsführer von SPÖ und NEOS, Greiner und CRISPR, aufgrund der Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen als PKK bezeichnet in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung. Was denken Sie sich, wenn Sie das hören? Ja, ein bisschen hilflos ist er schon. Der schlagt in letzter Zeit wie wild um sich und führt sich auf wie eine ganze Horde Rumpelstilzchen. Er wird schon irgendeinen Grund dafür haben. Ich habe so eine Vermutung. Nicht nur der Kollege Rosenkranz, sondern Strache, Gutenus haben ja alle ein Problem. Das ist die harmloseste FPÖ, die es seit 20 Jahren gegeben hat. Die brechen ein Wahlversprechen nach dem anderen, CETA-Volksabstimmung, 12-Stunden-Tag, vielleicht demnächst Eurofighter. Und die Wähler und Wählerinnen der FPÖ werden sich zunehmend fragen, ja, was ist denn da eigentlich los, für das haben wir es nicht gewählt. Und jetzt entsteht der Eindruck, die ÖVP hat nicht mehr 6 Bünde, sondern bereits 7 Bünde. Also neben Bauernbund und Junge ÖVP und ÖAB auch den Strachebund, die einfach alles machen, was der Parteichef sagt. So ist es ja. Die einzige feststellbare Tätigkeit vom Vizekanzler und FPÖ-Obmann ist seit Monaten alles unterschreiben, was ihm der Bundeskanzler vorlegt. Mehr tut er ja nicht. Na, ab und zu geht er zu einem Fußballmatch. Und da sind natürlich viele unzufrieden. Und jetzt gibt es Abgeordnete, die das überkompensieren und sich fürchterlich
aufführen und rundum. Ich plädiere dafür, das nicht so ernst zu nehmen. Ich glaube, der Abgeordnete Rosenkranz von der FPÖ kann uns alles Mögliche nennen, alle möglichen Kurzbezeichnungen, solange er mich nicht FPÖ nennt, weil dann wäre ich persönlich wirklich beleidigt. Gut. Es gibt ja noch einen zweiten Ausschuss, und zwar den Eurofighter-Ausschuss. Um den ist es ein bisschen ruhiger geworden. Wie schaut es da derzeit aus? Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen im bisher im Eurofighter-Ausschuss? Naja, da haben wir natürlich eine schwierige Arbeit vor uns und ein bisschen auch schon hinter uns, die sich aber lohnt. Weil Sie wissen das ja selbst als Journalist, es gibt kaum was Schwierigeres, als die Spuren des Schmiergeldes zu verfolgen. Und da geht es um 183,4 Millionen Schmiergeld, österreichisches Steuergeld, das verschwunden ist und umgeleitet worden ist in Dutzende Briefkastenfirmen und. Kreuz und quer durch die Welt und dann kommt es irgendwie nach Österreich zurück. Jetzt laden wir einen Lobbyisten nach dem anderen, einen Schmiergeldspezialisten nach dem anderen. Das sind zum Großteil völlig unbekannte Leute. Und die fragen wir penibel und da haben wir jetzt schon sehr, sehr viel herausgefunden. Das ist deswegen wichtig aufzuklären, weil damit können wir das Verfahren gegen Eurofighter und Airbus endgültig gewinnen. Und ich will am Ende des Eurofighter-Ausschusses, dass die Republik aufsteht und sagt, jetzt holen wir uns das Geld zurück. Und zwar das ganze Geld. 1,5 Milliarden Euro. Zurück von Airbus und Eurofighter. Und insofern ist es ein besonders wertvoller Ausschuss, weil das kann der größte Geldbetrag sein, den sich die Republik Österreich jemals zurückgeholt hat. Und da sehen Sie realistische Chancen, dieses Geld auch wirklich zu bekommen, diese 1,5 Milliarden Euro. Wir könnten uns auf der Stelle schon sehr viel Geld zurückholen. Wenn der Verteidigungsminister, der Wirtschaftsminister und der Finanzminister sich auch nur ein bisschen was trauen würden, dann würden sie bereits hergehen und den Präsidenten der Finanzprokuratur, der ist der Anwalt der Republik, dann würden sie den, und das ist ein sehr hochqualifizierter Mann, dann würden Sie den beauftragen und sagen, Herr Dr. Beschan, bitteschön, gehen Sie her und klagen Sie Airbus auf Zurückzahlung der 183,4 Millionen Schmiergeld, weil im Kaufvertrag haben wir sicher nicht vereinbart, Österreich zahlt das Schmiergeld, das dann die Deutschen verteilen. Und zweitens hat der Freistaat Bayern die Geldstrafe, die wegen der Österreich-Korruption über Airbus verhängt worden ist, hat der Freistaat Bayern und nicht die Republik Österreich kassiert. Und da müssen wir auch zivilrechtlich her und sagen, am Klagsweg, wir holen uns unser Geld vom Freistaat Bayern, sind über 80 Millionen. Wenn Sie das zusammenrechnen, das ist 250 Millionen Euro und da schnarcht der Finanzminister, da schnarcht der Verteidigungsminister, da schnarcht der Bundeskanzler und alle verschlafen 250 Millionen Euro, die wir uns bereits heute zurückholen könnten. Stattdessen holen sie sich das Geld bei Leuten, die Mindestsicherung beziehen, die nicht wissen, wie sie ihre Deutschkurse bezahlen sollen. Bei den Kleinen holen sie sich das Geld und Airbus und der Freistaat Bayern werden verschont. Das geht nicht. Jetzt laden Sie auch den Karl-Heinz Grasser als Zeugen, der hat ja schon in früheren Ausschüssen ausgesagt. Was soll denn der an neuen Erkenntnissen noch bringen? Was erwarten Sie sich von Karl-Heinz Grasser? Na, wir wissen ja inzwischen viel mehr. Wir wissen ja inzwischen über Treffen, an denen er teilgenommen hat, von denen er uns damals wohlweislich keinen Muckser erzählt hat. Jetzt holen wir unter Zeugenpflicht und jetzt können wir ihm Dokumente vorlegen, können sagen, Herr Magister Grasser, da hätten wir was. Wir machen Sie auf die Wahrheitspflicht aufmerksam. Und jetzt habe ich ein paar Fragen. Und ich glaube, nach all dem, was Karl-Heinz Grasser in Österreich angerichtet hat, könnte er mal seit vielen, vielen Jahren wieder was für diese Republik tun, nämlich zur Aufklärung beitragen. Kommen wir noch abschließend zur Opposition.
Sie sind sehr aktiv in den Ausschüssen. Von der SPÖ hört man bis auf, sage ich mal, Beschäftigung mit der Partei relativ wenig. Und die Zufriedenheit mit der Regierung ist nach wie vor hoch. Sie ist zwar leicht zurückgegangen, aber nach wie vor ziemlich hoch. Was macht die Opposition denn derzeit falsch? Beziehungsweise warum gelingt es der Opposition nicht, hier stärkeres Profil gegenüber der Regierung zu gewinnen? Ich habe immer gesagt, auch in Gesprächen mit Ihnen vor einiger Zeit, nach dem Frühling der Regierung kommt der Herbst, kommt der Winter der Opposition. Und das beginnt jetzt. Sie spüren es, ich spüre es. Die Untersuchungsausschüsse sind sehr, sehr unangenehm für die Regierungsparteien. Und es wird mehr, mehr und mehr. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die große Frage ist natürlich die Ungerechtigkeit. Und warum müssen bei jeder Maßnahme der Regierung die Kleinen zahlen und die Großen, denen geht es immer besser? Warum ist das eine Regierung der wenigen Großen gegen die vielen Kleinen? Die große Frage der Gerechtigkeit wird immer klarer zur Schlüsselfrage und da beginnt jetzt erst der Streit. Jetzt okay, ohne dass wir fragen, wir haben größte Anlaufschwierigkeiten gehabt. Bei uns hat es im Frühjahr ein paar wirklich sinnlose Streitereien gegeben. Für die habe ich mich öffentlich entschuldigt und habe garantiert, dass ist jetzt vorbei. Und jetzt sehen alle, das ist jetzt vorbei. Wir arbeiten und wir zeigen, was wir können. Ich bin mir sicher, dass sich auch die SPÖ erfangen wird. Wie gut sie es machen wird, weiß ich nicht. Aber auch die SPÖ wird irgendwann wieder Fuß fassen. Und die NEOS sind wirklich sehr angenehme und auch sachlich qualifizierte Kollegen, die halt in allen Fragen der Gerechtigkeit leider auf Seite der Regierung stehen. Aber bei Aufklärung und Arbeit in Untersuchungsausschüssen sehr wertvoll in der Kooperation sind. Ich weiß, dass wir sowas wahrnehmen müssen wie die Führungsrolle in der Opposition, weil wir die einzigen Profis der Kontrolle sind. Und Kontrolle ist das Herzstück der Opposition. Aber ich will, dass das alle Oppositionsparteien gemeinsam machen. Und das ist mein Angebot. Wir zeigen jetzt, was wir können. Und wir nehmen uns Schritt für Schritt, Punkt für Punkt und Thema für Thema die Regierung vor. Und dann geht's. Dann können wir eine große politische Wende zu einer besseren Politik vorbereiten. Zu einer Politik, wo wirklich die kleinen Leute was dafür haben. Wo man nicht gut integrierte junge Flüchtlinge, die ihre Lehre machen oder schon mitten im Beruf stehen, ausweist, sondern endlich die Hassprediger ausweist und die Erdogan-Spitzel ausweist und endlich für Sicherheit in dieser Republik sorgt. Da schauen wir, dass wir einen gescheiten Verfassungsschutz kriegen. Wir können vieles in der Republik in Ordnung bringen, aber das Erste, was wir bekämpfen, ist Korruption und Parteibuchwirtschaft. Und das zeigen wir jetzt gerade, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Jetzt haben Sie eine neue Kollegin in der Opposition, eh mittlerweile seit einem Monat, Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Chefin. Wie läuft die Zusammenarbeit mit ihr? Besser als mit dem Vorgänger Christian Kern? Sehen Sie mit ihr mehr Anknüpfungspunkte? Wie funktioniert das? Ich kann es nach der kurzen Zeit nicht sagen, aber ich habe mich sehr gewundert auf einige öffentliche Reaktionen. Stellen Sie mal nebeneinander den Sebastian Kurz und die Pamela Rendi-Wagner. Da haben Sie auf der einen Seite einen Bummelstudenten, der nie was Gescheites gelernt hat aus der Partei und wollte den alle behandeln wie einen erfahrenen Politiker. Nur weil die PR toll funktioniert. Und auf der anderen Seite eine beruflich erfahrene Frau, die halt noch nicht so viel Parteierfahrung hat. Ja, ich weiß, dass Parteierfahrung sammeln oft ein schwieriger und schmerzhafter Prozess ist. Ich hoffe, das geht gut bei der Kollegin Rendi-Wagner. Aber im Gegensatz zum Bundeskanzler habe ich sie schätzen gelernt als eine sehr sachkundige Person, mit der man gut zusammenarbeiten kann. Zum Beispiel bei der Bekämpfung der Armut von alleinerziehenden Frauen und ihren Kindern. Da haben wir gemeinsam was probiert, was leider an der ÖVP gescheitert ist. Bei denen sind die alleinerziehenden Frauen völlig wurscht. Das heißt, die Kollegin Rendi-Wagner übernimmt eine unglaublich schwere Aufgabe in einer völlig gespaltenen SPÖ. Das ist nämlich das Hauptproblem. Die SPÖ ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte völlig gespalten. Ich hoffe, sie bringt was zusammen, weil sie an und für sich eine gute und hochqualifizierte Abgeordnete ist. Na, schauen wir mal. Ich werde und wir werden so gut es geht mit ihr zusammenarbeiten.
Kommen wir noch zu den Volksbegehren. Das Rauchervolksbegehren hat fast 900.000 Unterschriften erhalten. Die Regierung sagt, das reicht nicht, um eine Volksabstimmung durchzuführen. Wären Sie dafür, eine Volksabstimmung zum Rauchverbot zu machen? Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass man jetzt speziell die Freiheitliche Partei schon so umfällt und sagt, ich habe vergessen, was ich immer über direkte Demokratie gesagt habe. Ja, wie hoch soll man die Latte noch legen? Wenn das nächste Volksbegehren 1 Million hat, sagt der Herr Strache wahrscheinlich, na, 5 Millionen Unterschriften brauchen wir. Und wenn das nächste dann 5 Millionen hat, dann wird er vielleicht vorschlagen, 10 Millionen, halt ein bisschen mehr, als wir Einwohner haben. Was ist denn los mit der Freiheitlichen Partei? Traut sie sich nicht? Hat sie Angst vor 900.000 Wählern und Wählerinnen? Hat sie Angst davor, ein Rauchervolksbegehren zu verlieren? Und das heißt für mich Demokratie und auch direkte Demokratie, dass der Herr Strache sich endlich wieder traut, die Menschen selbst eine große Sachfrage abstimmen zu lassen. Und das werden wir von ihm im Parlament verlangen und wir werden immer wieder Anträge einbringen, gerade in Richtung Freiheitliche Partei, unterschreibt's und gebt's den Menschen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. So schaut Demokratie aus. Aber Sie wären prinzipiell als Liste Pilz dafür, diesen Regierungsvorschlag, der ja erst 2022 kommen soll, ab 900.000 Unterschriften verpflichtende Volksabstimmungen durchzuführen, auch zu unterstützen, weil es bräuchte dafür auch eine Verfassungsmehrheit. 900.000 ist zu hoch, 500.000 reicht ohne weiteres. Eine 500.000, das ist schon eine gewaltige Zahl von also Menschen. Also 500.000 Unterschriften für ein Volksbegehren, verpflichtende Volksabstimmung. Selbstverständlich, und ich sage Ihnen das, und da haben Sie meine Garantie, egal ob wir in Opposition oder mal in einer Regierung sind, mein Wort gilt und unser Wort gilt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Grundhaltung. Nehmen wir die Menschen ernst und trauen wir ihnen zu, große Sachfragen selbst zu entscheiden. Das ist eine Entscheidung zwischen Bevormundung durch Regierungsparteien und Respekt vor selbstständigen und mündigen Menschen, die selbst entscheiden können. Und da verlange ich von den Regierungsparteien klare Entscheidungen. Schlussfrage noch. Sie haben bei uns im Sommergespräch angekündigt, dass Sie im Herbst den neuen Namen der Liste Pilz präsentieren werden. Jetzt sind wir eigentlich schon fast im Winter. Nein, morgen kommt dann gebe ich der Schnee. Gibt es den Namen, beziehungsweise wollen Sie ihn verraten? Ich will ihn verraten, aber ich darf ihn nicht verraten. Und er wird ziemlich bald präsentiert. Das heißt, wann können wir damit rechnen? Das sage ich Ihnen jetzt nicht. Aber Sie werden es ziemlich bald erfahren. Noch im heurigen Jahr auf jeden Fall. Ganz sicher sogar. Ganz sicher. Gott, Herr Pilz, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück hier bei Fellner Live.